Ey, schaut euch mal diese crazy Pizza an. Klappt einmal an. So, Dalla, geht die Scheißkamera auch noch an, oder? Meine Damen und Herren, was geht ab? Alleine unterwegs durch Vienna, aber wer ist dabei? Ganz kurz. Dennis ist nicht da, Niki ist nicht da. Eine eigene Tour heute. Wir sind hier im ersten Bezirk in Vienna unterwegs. Doch bevor wir sagen, wo wir hingehen, das heißt wir, ich, Alter. Erst einmal liken, abonnieren, Follow da lassen auf Instagram, auf TikTok, überall, alles nach unten verlinkt. Meine Damen und Herren, das Essen ist angerichtet. Was haben wir jetzt hier einmal? Eine klassische Margherita in dem Fall. Klassischer Käse, bisschen Basilikum, echt schön dünn gehalten. Alle, die mich jetzt noch nicht kennen, sie wisst, beziehungsweise ihr solltet eigentlich wissen, ich bin extremer Trüffelfan. Ganz am Ende gibt es eine Orgelpizzeria, die ich dann für euch abchecken werde. Ich dachte mir, Matto de Pizza, ich war bis jetzt noch nie da und dachte mir, okay, ich werde jetzt einmal für euch einen ganz neuen Spot abchecken. Schauen, was sie hier haben, was so der Unterschied ist. Und in dem Fall haben wir jetzt hier zwei verschiedene Arten von Pizzen. Das heißt einmal eine Trüffelpizza, Bianchi mit Mandelsplittern und einmal eine Margherita. Was macht Matto die Pizza so aus? Sie haben keine klassische neapolitanische Pizza, sondern eigentlich in dem Fall Roma-Style-Pizzen. Roma-Style-Pizzen, wie ihr jetzt hier seht, recht dünn, schöner Boden in dem Fall. Das heißt, ich bin schon sehr gespannt, wie sie schmeckt. Sehr dünner, crunchiger Boden, kranke Tomatensauce und trotzdem, wenn ihr es vielleicht jetzt auch gesehen habt, wie dünn diese Pizza ist, sind da sehr viele Luftbläschen und der Crunch ist extrem. Ich habe jetzt auch ein bisschen länger gewartet. Sie wurde nochmal in den Ofen geschoben, nochmal warm gemacht und dieser Crunch ist einfach jetzt so doppelt da. Ein bisschen mehr Käse wäre ganz geil. Einfach so ein geiler Snack to go, deswegen so ein Frühstück kann man sich schon hier holen. Auf entspannt, schön to go und Slice Margherita, let's go in die Arbeit oder let's go in die Uni. Wir haben Mandel, wir haben Trüffelcreme, wir haben geilen Käse. So brutal. Vor allem Weihnachtsgeld ist nochmal mehr. Da kommt so ein geiler Crunch durch, weil einfach durch dieses Doppelte in den Ofen schieben, also einmal fertig backen, normal, und dann nochmal in den Ofen schieben, wenn jetzt ein Gast kommt, kommt es keine kalte Pizza, sondern eine wirklich schön warme, geile Pizza und diese Trüffelcreme. Wow. Also ich muss wirklich sagen, CB1-approved an der Stelle. Checkt Matto die Pizza ab, ist auch alles unten verlinkt. Ich danke nochmal für die Gastfreundschaft, dass ich reinkommen konnte, alles machen konnte. Vielen lieben Dank, aber ich muss es noch einmal da reinlassen. So, jetzt sind wir im zweiten Bezirk angekommen, meine Damen und Herren, auch bei der zweiten Location für heute. Einer meiner Favorite, no joke, Favorite Pizzerien hier in ganz Wien. Um eine richtig geile Signature-Pizza von dort, die ich extrem feiere, die ich extrem cool finde und die ihr unbedingt abchecken müsst. Nur heute haben wir ein bisschen weniger Blödsinn im Video, ein bisschen Real Talk hier an der Stelle, weil die zwei Zigeuner nicht dabei sind. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier angekommen bei der Pizzeria Il Mercato im zweiten Bezirk. Für mich einfach einer meiner Go-To-Lokale, wenn es um wirklich souveräne, geile, neapolitanische Pizza geht, möchte ich euch einfach mal diese Pizza hier präsentieren mit dem Namen Pizzeria Tricolore. Wir haben hier schön Büffelmozzarella, Basilikumpesto, rote Datteltomaten, geile Pinienkerne und Parmigiano Reggiano und etwas geiles Olivenöl. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Oder wenn diese Kamera runterfliegt, bin ich gefickt, dann bringt mich der nicht um. Ich schnabuliere jetzt einmal. Man nimmt ein Viertel, klappt einmal an, klappt noch einmal an und hat ein wunderschönes Pizzaschiffchen. Schaut euch bitte mal diesen Boden an, bitte. Muss ich da irgendwas dazu sagen eigentlich? Muss ich eigentlich irgendwas zu dieser Pizza sagen, außer dass sie perfekt ist? Tag! Yo! Gebt euch das bitte! Gebt euch das bitte! Wer die Pizzeria Il Mercato noch nicht kennt, am Vorgartenmarkt im zweiten Bezirk, ist natürlich alles unten verlinkt.
Auch hier wirklich vielen lieben Dank an diese schöne Gastfreundschaft. Auch bei den Italienern ist es auch so standardmäßig. Alle Bella, kommst du rein, setz dich hin, isst du. Also offiziell CB1 approved. Der Chef, glaube ich, habe ein bisschen mit ihm geredet. Wollte mir eigentlich eine andere Pizza vorschlagen, aber diese Pizza, die er mir vorgeschlagen hat, werdet ihr natürlich auch noch in einem YouTube-Video sehen, weil wir uns ein bisschen ausgetauscht haben. Wir werden uns nochmal sehen. So viel sei gesagt, wenn wir uns nochmal sehen, dann probiere ich die Special Pizza, die er mir vorgeschlagen hat. Ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf. Wirklich, das muss auch mal gesagt werden. Wir essen sehr, sehr viel an Unmengen von Lebensmitteln, die verschwendet werden und sonst irgendwas. Und es gibt natürlich Menschen da draußen, die weder was zum Trinken haben, noch was zum Essen haben. Sei dankbar jeden Tag, dass du dein Leben so leben kannst, wie du leben kannst. Beziehungsweise so, wie du es lebst. Und einfach appreciaten, dass wir hier sein dürfen. Diese wunderschöne Pizza essen dürfen. Und ich gönne mir sie jetzt. Und oh, Helligkeit oder irgendwas ist da auf der Linse. Warte, Bruder. No. Bevor wir jetzt zum dritten Spot ankommen, möchte ich jetzt nochmal, dass ihr ein Like da lässt, ein Abo da lässt, in die Kommentare schreibt, wie euch das Video bis jetzt gefallen hat. Meilenstein ist erreicht worden. 200 Abonnenten auf diesem Kanal. Wir wachsen und wachsen jeden Tag. Einfach mehr und mehr. Freut mich, freut Dennis, freut Niki, freut jeden von uns. Redet jetzt der CB1-Familie bei und jetzt stehe ich im dritten Spot. Wir gehen gemeinsam ran und gönnen uns jetzt noch einmal eine wunderschöne, geile Pizza. Let's go. Wirklich sehr schönes Lokal, spezialisiert eher so auf italienische Küche, Go-To-Lokal, wenn ihr irgendwo schön Abendessen gehen möchtet, euch einfach einen schönen Abend machen möchtet, relaxen möchtet mit Freunden, mit Familie, mit der Liebsten. Und es gibt hier eine Sache, die ich so gerne esse, die ich mir jetzt auch bestellen werde, obwohl ich schon sehr viel gegessen habe heute, habe ich so unendlich Bock auf diese Pizza jetzt. Alle schauen mich an, als ob ich so Alien wäre mit dieser fetten Kamera. Mir ist wurscht. Ich bin Hansi. Also von Pizza bis Pasta bis wirklich geilen Vorspeisen gibt es hier einiges. War mal ein geiler Tag, so ein bisschen alleine. Natürlich ist es am geilsten, wenn die Boys immer dabei sind. Ey, schaut euch mal diese crazy Pizza an. Erst einmal Pizza schneller nehmen und so ein schönes, ein geiles Stück runterschneiden. Unser schönes Pizzaschiffchen und Mahlzeit. Das Trüffelöl, was glaube ich ein bisschen drauf ist, beziehungsweise Trüffelcreme. Die frisch gehobelten Trüffel geben so einen geilen, erdigen Geschmack. Der Teig sehr, sehr weich. Auch unten haben wir eine schöne, ich sage jetzt einmal, Marmorierung in der Stelle. Ey, ich muss noch einmal reinlassen. Sehr leicht, auch nicht zu schwer. Also einfach eine Top-Adresse, wenn ihr irgendwo geile Abendessen gehen wollt, kommt bitte hierher. Sagt, ihr kommt von Dennis und Dennis, von CB1. Das waren die drei Spots. Ich hoffe, jeder einzelne Spot hat euch mal gezeigt, was Wien so zu bieten hat, pizzatechnisch. Abonniert noch den Kanal, vorher vielleicht noch. Lasst noch ein Like da. Schreibt es in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und ich gönne mir jetzt die Pizza, machen wir noch einen schönen Abend. An der Stelle nochmal die drei legendären Sätze. Stay tuned, stay fresh und stay hungry.